Haben wir irgendein geiles Intro, sollen wir irgendwas Cooles Nee, machen? könnt ihr, weiß ich nicht, also, puh. Ja, kurz anreißen, um was es geht. Die beiden Hauptthemen, Sea Otter und Downhill, und dann geht's los. Wir können, das können wir einfach so lassen. Markus, Musik ab, bitte. Und wenn ihr mehr hören wollt, dann bleibt einfach dran. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. War das jetzt wirklich das Intro? Also, ja, ich scheinbar. Finde, es ist so ein. Es hat sich so ganz langsam aufgebaut. Ja, auch jetzt macht mal bitte eure Aufnahmen an. Worüber sprechen wir denn? Ach na, ja, wir über schauen dies, mal, über das. Wir schauen mal, was wir da draus machen können im Schnitt. Wir können auch noch ein alternatives Intro machen. Das, nee, das komm, machen jetzt wir hier, auch. Mach das mal. Kriegen unsere Bonushörer, die monatlich Geld überweisen. Ja. Die bekommen die das dann. Die vier wisst, Zuhörer, die jetzt noch wach ihr, sind, die werden sich wisst, sicherlich wahnsinnig drüber freuen. Für 99 Euro monatlich kriegt ihr das Bonus-Modul. Genau. Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen zum MTB News Podcast zur Episode 24 von unserem Podcast Pokal oder Spital. Und wir sind alle drei wieder frisch dabei. Moritz ist wieder aus Maribor zurück und ich bin wieder aus Kalifornien zurück und Markus ist wie immer in Brandenburg noch zu Hause. Aus Berlin zurück. Ist aus dem Keller wieder zurückgekommen. Aus dem Keller ich wieder war zurück. Tatsächlich letztens im Keller weinen, aber das kann ich nachher erzählen, worum es da ging. Oh Gott. Ja. Oh, das ist gut. Sowas ist gut. Jetzt freue ich mich schon, wenn du es erzählst. Ja, da geht es um ein Thema, was wir sowieso ansprechen wollten, zumindest kurz. Und okay, das ist gut, ja. Gut, heute ist der 6. Mai. Das Wetter ist nicht ganz so mai-technisch hier, zumindest wie ich es eigentlich gern haben wollen würde. Wie ist das Wetter bei euch? Katastrophal. Also blauer Himmel, aber eben Frost in der Nacht und das ist nicht so gut. Aber immer noch besser als am Gardasee-Festival, glaube ich. 5,8 Meter Schnee, ja. Ja, das, und 3 Tage durchgeschüttet. Oder wo war das Rennen letztens, Moritz? Jetzt am Wochenende in hier in Kranzkagora. Ja, genau. War auch eine Katastrophe. Ja. Eigentlich überall. Ja. Was haben wir denn für Themen heute? Also Markus hat es ja kurz angesprochen. Moritz, was gibt es denn heute? Worauf können sich die Leute freuen? Boah, auf einiges. Dann weiß ich gar nicht, auf was man sich am meisten freut. Unsere Themen lauten Downhill World Cup Maribor, Sea Otter 2019 und Sonstiges. Nein, wir unterhalten uns heute über, natürlich über den World Cup Auftakt in die Lottozahlen vorgelesen sind. Die Superzahl. Die Superzahl. Ja. Nein, also der Downhill World Cup hat endlich wieder angefangen. Wir waren vor Ort in Maribor in Slowenien beim ersten Rennen des Jahres, was sehr, sehr spannend war und wo es natürlich wieder ganz viel neue Technik gab und wieder ein neuer Laufradgrößenstandard. Können wir sicherlich ein paar Wochen was, drüber diskutieren. Standard? Ja, oh. Hat der Standard gesagt. Dann war eine Delegation unseres Teams beim Sea Otter Festival in Monterey in Kalifornien und hat dort ganz, ganz viele Highlights gesehen, Kuriositäten entdeckt, Renn-Action fotografiert, irgendwelche Fahrräder mit Linkage-Federgabeln und allem möglichen Kram unter die Lupe genommen. Ich glaube, da kann Hannes gleich einiges von berichten. Wir hatten ein sehr, sehr spannendes Projektbike von Stoll in Kooperation mit einigen deutschen Firmen mit dem wohl aufgeräumtesten Cockpit der Welt. Da kann Marie Kando einpacken. Und wenn dann die Zeit noch ausreicht, widmen wir uns noch kurz hier der Frage, wie viel schneller ein Enduro-Profi denn ist als so ein 0815 Hobby-Mountainbiker. Gab es nämlich auch ein sehr unterhaltsames und sehenswertes Video mit Remy Gauvin und Paul the Punter. Gehen wir vielleicht später noch drauf ein. Passt jetzt auch ganz gut so zum Thema Racing und World Cup-Auftakt, wenn man dann so am Livestream sitzt und sich denkt, ja, wieso fährt denn der Typ da jetzt so langsam runter? Ich könnte es viel besser. Ich würde dieses Rennen gewinnen. Ja, da gehen wir dann gleich drauf ein. War das eine adäquate Zusammenfassung? Mhm. Ja. Ja, das war sehr, sehr gut. Ja. Und Bonus, ja. Markus hat sich wahrscheinlich wieder 1000 verrückte Werkzeuge gekauft. Ja. Ja, aber bestimmt. Ich was hast du jetzt? Bestimmt ein Häcksler, eine Säge. Nee, nee.
Ja, eine Säge. Ich habe mir, das kann ich nachher erzählen, was mir gekauft hat. Ja, ich habe mir natürlich viel gekauft. Wir müssen jetzt weitermachen. Ich habe mir sogar eine bike-spezifische Sache gekauft und da könnt ihr echt mal drauf gespannt sein. Die ich aber auch fürs Auto verwenden kann. Okay. Ja, ich könnte jetzt mal überlegen in den nächsten Minuten, was das sein könnte. Lenkrad finde ich auch sehr gut. mit einer Kurbel dran, weißt du, wie in so einem Radlader. 26 Zoller habe ich mir den jetzt dran gebaut. Mit 26 Zoll kann man sowas dann noch fahren. Ja, wie so ein Busfahrer, der noch so einen Knauf drauf hat. Ja, genau. Ja. Er macht nur Truckdriver. Er springt in den Skatepark, macht Truckdriver. Den ganzen Tag. Gut, ja, bevor wir jetzt komplett abdriften oder mit den Themen loslegen, haben wir noch zwei Sachen. Erstens die Biersorten, zweitens das Feedback. Fangen wir mit dem Bier an. Markus, was stellst du dir heute rein? Ich stelle mir heute eine Clubmate rein, habe aber vorgetrunken und zwar am letzten Wochenende. Also nicht an dem jetzt vergangenen, sondern das davor. War in Leipzig an diesem Wochenende und habe auf dem, ich glaube, der heißt Marktplatz sogar, das ist ein Marktplatz. Ja? Ach so. Da gibt es so ein Augustiner Brauhaus und immer wenn ich so ein Augustiner Brauhaus irgendwo sehe, es gibt es ja in vielen Städten, dann gehe ich da hin und bestelle mir einen halben oder einen ganzen Liter Edelstoff vom Fass und das habe ich auch dort gemacht. Und das ist egal welche mein Bier Anlass, für egal diese welche Sendung. Uhrzeit. Markus, du bestellst dir ein Fass Edelstoff, bestellst du dir? Was habe ich denn gesagt? Einen halben oder einen ganzen Liter habe ich gesagt, oder? Ja. Ein Fass hast du gesagt. Ja. Vom Fass habe ich gesagt. Nein. Na, da bin ich bei Markus. Ja. Ich stelle mir vor, wie Markus montags morgens um 9.15 Uhr durch irgendeine Innenstadt läuft und dann dieses Brauhaus entdeckt, schnurstracks rein und dann einen Liter leider, Edelstoff. Das ist leider nicht so weit weg von der Realität. Es war Sonntagvormittags. Die Sonne war noch nicht im Süden. Aber es war okay. Ich stelle es mir vor, so Saloontüren und Markus kommt so rein, die Türen schwingen auf. Er so, ein Bier bitte. Nee, Markus muss da gar nichts sagen. Da hängen überall Bilder von Markus an der Wand, deutschlandweit. Und die wissen sofort Bescheid. Ist auch ein spezielles Fass steht bereit. Ja. Mit dem Kommentar, das Markus-Fass. Ja, er ist auch besonders bekannt in Venedig, deswegen ist der Platz auch nach ihm benannt, weil da trinkt er am meisten Bier immer. Ist, in dem Augustiner Brauhaus da in Venedig. Ja, am Markusplatz. So ist es. Hannes, ja, Bier. Was gibt's bei dir? Gibt's bei dir was? Also, ja, und das ist eng mit dem Feedback verknüpft, denn in der vorletzten Folge, beziehungsweise in den Kommentaren zur vorletzten Folge, hat unser lieber Leser mit dem Nickname Hellford89 uns geschrieben. Er hat gesagt, Mensch, Jungs, probiert doch mal hier das Murauer Preiselbier. Und da habe ich gesagt, ja, das würden wir gerne probieren, aber wir wohnen nicht in Murau und bei uns gibt es auch dieses Preiselbier leider nicht. Schick's uns gerne. Und sagte, ja, mache ich sofort. Und tatsächlich kam ein Paket an und darin enthalten war Murauer Preiselbier. Und wir bedanken uns im Vorfeld schon mal sehr herzlich, lieber Georg, dass du uns dieses Bier geschickt hast. Und ich werde das jetzt aufmachen, es hat einen Drehverschluss. So, und werde es mir jetzt eingießen. Dafür habe ich mir extra ein Glas hier besorgt. Denn wenn wir schon, das ist das allererste User-Bier, was wir bekommen. Tobi Woggern hat auch schon mal Bier geschickt. Er ist auch User, aber er ist ja auch einfach ein guter Bekannter aus der Szene. Von daher, also der erste User, der uns nicht kennt, hat uns Bier geschickt. Moritz, merkst du gerade, Hannes, der quatscht sich hier Kopf und Kragen, weil er nicht damit ausdrücken will, warum wir noch keins von dem Bier bekommen haben. Warum das immer, ich mache mir jetzt auch mal mein Bier auf, hat auch einen Drehverschluss. Achtung, ich hoffe, man hört's. Oh, das hört sich aber sehr interessant an. Erzähl mal, was ist das? Von 2003. Obergärig. Jetzt schenke ich es mir ein. Obergäriger Joghurttrink von Rewe um die Ecke. Ja, ich muss auch noch mal kurz sprudeln lassen hier, ein bisschen noch. Ja, Prost, ne? Ja, Prost. Lecker. Das hast bei du, mir gibt's heute, ja, natürlich ist Mineralwasser Medium mit Kohlensäure verletzt aus der Noé-Quelle. Ist es wahr. Gut, und ich würde sagen, mit diesen feinen Getränken legen wir los. Ihr seid bei Pokal oder Spital, dem besten Podcast der Welt, mit den tollsten Podcastern der Welt. Und Hannes, mit welchem Thema beginnen wir? Wir bleiben Gott sei Dank nicht beim Spital, denn
Loris Vierger ist nach seinem Sturz nicht im Spital gelandet, soweit ich das weiß. Oh. Und daher leiten wir über zum Downhill World Cup nach von Maribor. Moritz, du warst vor Ort. Erzähl uns doch mal was. Ja, also der Sturz von Loris Vierger, der war echt krass. Ich habe es erst in der Wiederholung vom Livestream gesehen. Loris Vierger kam. Ich fand ihn auch. Also ich stand in der letzten Kurve vorm Ziel und habe die ganze Zeit nur den Kommentator gehört und die jubelnden Fans und auf einmal eine Totenstille. Da dachte ich mir schon so, oh ja, der wird jetzt nicht einen coolen Sprung gemacht haben, sondern hat es wahrscheinlich richtig abgelegt. Und normalerweise fängt es dann ein paar Sekunden später, fangen die Leute wieder an zu jubeln. Aber hier war es anders, da dachte ich dann, oh ja, ouch. Und dann kam dieser junge Franzose ins Ziel und hatte ein komplett zerfleddertes Trikot, Visier vom Helm abgerissen, was ungefähr die Höchststrafe ist. Also es ist, ja, Rob Warner hat es dann im Stream gesagt, er würde sofort anhalten und nicht weiterfahren, was ich voll und ganz unterschreiben kann. Also ich finde, da sollte man automatisch disqualifiziert werden, wenn man das Visier vom Helm verliert. Auf jeden Fall ist er da sowas von eingeschlagen. Das ist, glaube ich, in der berühmten Sam Hill-Kurve, die gar keine Kurve ist, sondern wo es einfach von so einem Schotterweg oder von einer Schotterstraße geht es dann so rechts runter in die Strecke wieder rein. Ist er mit ein bisschen zu viel Effet um die Kurve gekommen und mit ungefähr 700.000 km/h mit dem Lenker an einem Baum hängen geblieben. Und das war schon ein schöner Einschlag. Kann man nicht anders sagen. Aber er ist zum Glück unverletzt geblieben. Hätte, glaube ich, auch ganz schön böse ausgehen können. Aber von daher hat Loris Vierger in Maribor leider nichts gerissen. Also weder Spital noch Pokal. Genau. Was mir da allerdings aufgefallen ist, erst in dieser Einstellung, wo er wirklich, also das Rad, das fliegt schätzungsweise 20 Meter weit in den Wald rein, rechts oder so, da sieht man erst wirklich, mit was für einer Geschwindigkeit die wirklich unterwegs sind, finde ich. Also es sieht immer dermaßen schnell aus, wenn da nichts passiert und die nicht stürzen, dann sieht es einfach nur unfassbar schnell wie auf Schienen aus, aber wenn man dann mal merkt, okay, irgendwas läuft jetzt nicht ganz rund und der Fahrer stürzt, dann erst siehst du, was da für Kräfte eigentlich walten und was da für eine Geschwindigkeit eigentlich am Start war. Ich meine, er hat sich fabulös abgerollt da irgendwie auf die Strecke. Also gefühlt ist ihm, glaube ich, fast gar nichts passiert. Aber das Rad ist ja irgendwo im Morast dann, also irgendwo im Wald dann gelandet. Und wie das da alles weggeflitscht ist, das fand ich schon, das war schon beängstigend irgendwie, wenn du siehst, okay, so schnell fahren die eigentlich, was da theoretisch wirklich alles passieren kann bei dieser Geschwindigkeit. War schon heftig. Ja, generell war Maribor in der Hinsicht auch ziemlich beeindruckend. Muss man vielleicht dazu sagen, Maribor war jetzt das erste Mal seit fast 10 Jahren überhaupt wieder im Downhill World Cup dabei, aber ist schon so ein Klassiker unter den Strecken, also ist bei den Fahrern extrem beliebt. Einfach weil es eine sehr coole, naturbelassene, aber recht schnelle und flowige Strecke ist. Am Wochenende vor dem World Cup fand dort ein europäischer Downhill Cup statt und viele Teams haben sich es nicht nehmen lassen, da schon mal fleißig zu trainieren. Was man dann noch direkt im Training gemerkt hat, normalerweise der erste Trainingstag, zumindest die ersten Abfahrten, da rollen alle erstmal so in erhöhter Schrittgeschwindigkeit die Strecke runter und schauen sich alles an. Und hier ging es jetzt direkt voll zur Sache. Man kam über zwei Wiesenkurven dann in den Wald rein und dann kamen dann direkt drei Stepdowns hintereinander, beziehungsweise eigentlich nur ein Stepdown, aber davor noch so viele Wellen, dass man im Prinzip die komplette Sektion mit drei großen Sprüngen fahren konnte. Und das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie schnell und gleichzeitig extrem präzise die World Cup-Fahrer unterwegs sind. Und das ist erst am ersten Trainingstag bei den ersten paar Abfahrten. Also ich bekomme leider als Fotograf nicht so viel davon mit, wie die Fahrer dann in den wirklich anspruchsvollen Sektionen im Rennlauf unterwegs sind, weil wir Fotografen dann im Finale natürlich alle unten im Zielbereich sind, wo die ganzen, wo sich das Rennen dann entscheidet, wo sich entscheidet, ob jetzt Aaron Gwynn oder Danny Hart oder doch Loic Bruni das Rennen gewinnt und über die Ziellinie kommt und jubelt. Und die Schlüsselsektionen, die sind dann ja in der Regel weiter oben auf der Strecke. Da würde ich es eigentlich sehr, sehr gerne mal sehen, wie die Fahrer im Rennlauf da runterknallen, weil ich glaube, das ist nochmal deutlich beeindruckender als im Training. Und auch das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also kann ich nur jedem empfehlen, unbedingt mal zu einem World Cup zu fahren und sich das anzuschauen. Ich mache das, wenn der nächste hier in Potsdam ist, dann
Ja, genau. Teufelsberg bin ich dann dabei. Ja. Nee, und Maribor hatte auch für die Zuschauer sehr, sehr viel zu bieten. Ich finde, es war ein sehr spannendes Rennen. Es ging sehr, sehr knapp zur Sache. Also war einer der knappsten World Cups der letzten Jahre. Es waren die Top 20 oder die Top 30, die innerhalb von 4 bis 5 Sekunden lagen. Also da hat echt jeder kleinste Fehler hat sich direkt ausgewirkt auf die Platzierung. Ja, und am besten zurechtgekommen ist Loic Bruni. Der hat eigentlich da weitergemacht, wo er bei der Downhill-Weltmeisterschaft aufgehört hat. Es war ja das letzte große Rennen im vergangenen Jahr. Und der hat sich direkt den ersten Sieg jetzt des Jahres geholt. Und schon mal gezeigt, wer gerade so der wohl schnellste Fahrer ist. Ja, das ist aber auch sehr interessant, weil du hast es nochmal angesprochen, wie dicht oder, ja, wie man sagt immer so schön, wie hoch die Leistungsdichte mittlerweile ist, also wie wenig auseinander die Leute da ins Ziel kommen, das ist schon ja sehr beeindruckend, wenn es da 5 Sekunden 20 Leute auf so einer Strecke, kann man echt nur seinen Hut ziehen, also wie gut die mittlerweile alle sind und das zeigt wahrscheinlich auch, dass da halt aktuell nicht mehr so richtig viel Platz nach oben ist. Also man verbessert sich sicherlich hier und da, aber dann sind es irgendwie Hundertstel oder wenn es hochkommt, Zehntelsekunden. Aber an sich ist es schon ausgereizt. Sonst wären nicht so viele Leute so dicht beieinander, denke ich. Die Breite an der Spitze ist dichter geworden. Ja, auf jeden Fall. Ist mir auch aufgefallen. Also vor allem, es gab nicht so viel Raum. Also du hast es schon gesagt, also jeder kleinste Fehler wurde bestraft, was auch im Umkehrschluss bedeutet hat. Man hat ja bei vielen World Cups gibt es so verschiedene Stellen, sei es Val d'Isol oder es fällt mir tatsächlich, also in erster Linie Val d'Isol ein, viele Stellen, wo du dich halt blöd einfädeln kannst, wo du dich irgendwie aufhängen kannst, wo es viele verschiedene Linien gab. Das war jetzt in Maribor, zumindest sah es in der TV-Übertragung so aus, war nicht der Fall, was im Umkehrschluss aber bedeutet hat, du musst überall komplett eigentlich am Limit fahren, damit du vorne mit dabei fahren kannst, dabei bist. Und darfst aber gleichzeitig keine Fehler machen. Genau, ja. Also das fand ich auch spannend zu sehen bei der Strecke, weil es so eine Highspeed-Strecke war und du wirklich jede Kurve, wo hat man es gesehen? Ich glaube tatsächlich, das sagte der Kommentator, es gab eine Kurve, die war auch schon ziemlich ausgebombt, so eine Rechtskurve. Und wenn du die nicht richtig angefahren hast, dann bist du mit wahnsinnig wenig Geschwindigkeit rausgekommen. Und das hat sich direkt bemerkbar gemacht, danach mit einer Sekunde oder so. Oder bis zu einer Sekunde, dass die Fahrer halt danach einfach komplett weg waren. Also wir hatten ganz lange geführt. Also bevor die Top 10 kam, ein Fahrer war sehr, sehr schnell die ganze Zeit und blieb auch sehr lange da oben, weil die Leute nicht an ihn rankamen. Erst war es Matt Walker und dann war es Danny Hart, der ihn aus dem Hotseat verdrängt hat. Ja, beide relativ früh gefahren. Wird dann wahrscheinlich einer von den beiden gewesen sein. Genau, Danny Hart war es. Also der hat das Ding halt irgendwie genommen und die Leute kamen einfach nicht ran. Also das war schon spannend zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Maribor, die Strecke, die ist so ungefähr 3 Minuten lang. Und es gab auch ein paar neue Sektionen im Vergleich zum regulären Bikepark oder Rennstreckenbetrieb. Aber insgesamt war es schon, man musste im Prinzip die Hauptlinie so perfekt wie möglich fahren. Man hatte jetzt nicht so viel Raum für Kreativität, für kreative Linienwahl und so weiter, sondern es ging einfach darum, die beste Linie so perfekt wie möglich zu fahren. Und sowas finde ich auch mal sehr, sehr spannend. Ich finde beispielsweise in Leogang ist es ähnlich, ist ja auch eine eher bikeparklastige Strecke. Finde ich auch gar nicht schlimm, wenn es solche Strecken gibt, wo man jetzt nicht jede Kurve auf 17 verschiedene Arten und Weisen anfahren kann. Einfach eine schnellste Linie gibt. Der Mix macht es da aus und das war ein sehr cooler Mix in Maribor. Von daher auch ein sehr sehenswertes Rennen. Auch so in der Live-Übertragung war es bestimmt eine sehr spannende Sache. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe es auch geguckt die ganze Zeit und fand es sehr sehenswert. Auch bei den Frauen, da habe ich mich sehr gefreut für Nina Hoffmann. Die wollen wir an der Stelle auch nochmal erwähnen. Ja, das auf jeden Fall. Sensationellen 6. Platz gefahren ist bei den Frauen. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht an
eine, oder doch, gab's, wann war der letzte World Cup, wo mal eine Frau, eine deutsche Frau so weit vorne gelandet ist? Labresse 2018. Also der letzte World Cup davor. Da ist Nina auch schon auf dem. Ja. Ach, ja gut, nein, aber ich, also außer nein, aber, von Nina ja, jetzt meine ich. Ja. Nee, also kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass ich das Regina zumindest in den letzten Jahren. Damals beim World Cup in Mainz. Ja, an dieser Stelle verlinkt mir das Video von Regina Stiefel. Ja, das hatten wir schon bei Günther mal, ja, Jauch. Das hatten wir schon mal verlinkt. Okay, schade. Nee, aber ja, das war auch schon mal recht. Also, das ist auf jeden Fall ein super starkes Ergebnis von Nina, die insgesamt erst den 5. World Cup ihrer Karriere gefahren ist, was man sich auch mal vor Augen halten muss. Und sie ist jetzt in Maribor 6. geworden. Sie ist letztes Jahr in La Presse auch schon 6. geworden. Da hat sie knapp das Podium verpasst, aber es ist ein riesiger Erfolg für sie. Auch schon beim europäischen Downhill Cup am Wochenende davor war sie auf dem Podium. Also Nina ist gerade echt auf einem sehr, sehr guten Weg. Sie sollte man auch unbedingt reinschauen. Schreibt Rennberichte für uns, die sehr, sehr lesenswert und sehr authentisch sind. Da hat sie auch schon den Bericht aus Maribor geschrieben. Den findet ihr auf unserer Website, wird bestimmt verlinkt. Und das war natürlich aus deutscher Sicht ein tolles Ergebnis. Da können wir jetzt auch für die nächsten World Cups die Daumen drücken, dass es vielleicht auch im Laufe der Saison mal irgendwann zu einer Podiumplatzierung reicht. Und dann ist auch der Abstand zu Fahrerinnen wie Tani Seagrave, Rachel Atherton, Miriam Nicole, Tracy Hanna nicht mehr besonders groß. Also das ist echt einfach eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Und genauso auch das Ergebnis von Sandra Rübesam, die wir an der Stelle auch nicht vergessen dürfen. Die ist 9. geworden, ist in die Top 10 gefahren, ist auch sehr, sehr stark. Also es ist toll zu sehen, wie da die deutschen Fahrerinnen derzeit im World Cup abschneiden. Und insgesamt habe ich den Eindruck, dass auch der Wettbewerb bei den Frauen immer härter wird. Also die Rennen werden knapper. Es ist nicht mehr so, dass ja Rachel Atherton vorne fährt und alle anderen ja, streiten so sich um die Plätze Norden, dahinter. Meinst du? Ja, aber auch da, also klar, da haben wir gerade mit Walli Höll eine absolute Ausnahmefahrerin, die jetzt schon bei den Frauen auch sehr, sehr gute Ergebnisse einfahren würde. Aber auch da merkt man, dass das einfach bei den Juniorinnen die Leistungsdichte zunimmt. Also da gibt es nicht nur Walli, die gut fährt und alle anderen sollten sich lieber eine andere Sportart suchen, sondern es wird mittlerweile schon auch von vielen Nachwuchsfahrerinnen sehr, sehr ernsthaft betrieben, was es vor einigen Jahren einfach nicht gab. Also da die Kategorie der Juniorinnen, die gibt es, was weiß ich, seit 3 Jahren oder so, also noch nicht besonders lang. Und das ist eine extrem positive Entwicklung, die auch über Walli Höll hinausgeht. Ist ja auch, wenn du die Platzierung hinter Walli Höll anschaust, die sind ja dann auch auf 0,2 Sekunden beieinander, also zweiter und dritter Platz. Das heißt, da ist durchaus auch Spannung drin in den Rennen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie also jetzt in Maribor sind Anna Newkirk von den SRAM Young Guns und Mille Jonseth von Atherton Racing sind zweite und dritte geworden. Wenn man sich anschaut, wie die beiden auf dem Fahrrad sitzen, dann ist das auch ziemlich beeindruckend. Also da können wir uns, glaube ich, auf eine sehr, sehr positive Zukunft im Downhill-Sport freuen, weil einfach gerade sehr viele junge Fahrerinnen und Fahrer nachkommen. Ist bei den Junioren dasselbe Spiel. Da hat Thibaut Daprela gewonnen, der letztes Jahr auch schon alles gewonnen hat, der dann im Ziel stand und seine Zeit schon mit der Zeit der Elite-Fahrer verglichen hat. Aber auch hinter Thibaut Daprela. Jetzt zum Beispiel in Maribor auf Platz 2 Ethan Chandro, der Sohn von Andrew Chandro, also wer damals mit Filmen wie Collective oder Rome oder so aufgewachsen ist, der kennt garantiert noch die Segmente von Andrew Chandro und das habe ich jetzt sogar gesehen, ich glaube in einem der drei Seasons ist er mit seinem Sohn gefahren. Genau, ich glaube, es war Seasons. Da gibt es das Segment von Andrew Chandro, wo er dann am Ende mit seinem Sohn ein bisschen durch Vancouver durchfährt. Und jetzt fährt keine Ahnung, 10, 12 Jahre später ist der Sohn im Downhill World Cup dabei, fährt für Track Factory Racing und im ersten internationalen Rennen seiner Karriere wird er direkt Zweiter beim World Cup. Also es sind, ja, das ist krass. Sind auch, krass ist der richtige Begriff. Also es sind tolle Geschichten und ja, glaube, da
da werden wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel Spaß haben. Ja. Apropos Atherton Bikes, die du vorhin schon mal erwähnt hattest, der eine Kommentator der eine deutsche Kommentator sagte, als G. Atherton da runterfuhr, sagte er zu dem Rad, ja, irgendwie sieht es nicht so richtig abgestimmt aus, während wenn die anderen da so drüber gebügelt sind. Das Atherton Bike, das sieht irgendwie noch ein bisschen holprig aus und nimmt die Schläge nicht so auf. Hast du das vor Ort auch so erfahren oder war das Quatsch? Also ist mir ehrlicherweise nicht aufgefallen. Du bist jetzt auch nicht damit gefahren selbst, ne? Ich bin auch nicht damit gefahren. Wir hatten das Rad von Rachel mal kurz dabei, um es durchzufotografieren. Aber auch da, klar, kannst du mal auf die Fehlergabel draufdrücken und kannst dich vielleicht mal draufsetzen, aber man fährt natürlich. Obligatorisch die Bremshebel ziehen. Ja, genau. Das ist auch schon spannend, wie die Profis ihre Bikes da eingestellt haben, was man da schon auf dem berühmten Parkplatztest merkt. Beispielsweise Amaury Pierron fährt die Bremshebel praktisch senkrecht nach unten. Also man hat wirklich das Gefühl, sein Handgelenk zurück zu den Schultern drehen zu müssen. Und dazu einfach einen wahnsinnig schnellen Rebound an der Gabel. Also man denkt, man könnte dieses Rad unmöglich fahren und kann es wahrscheinlich auch unmöglich fahren. Ist immer spannend. Ob jetzt das Rad von G nicht so gut abgestimmt war, keine Ahnung. Es hängt auch immer total von den persönlichen Vorlieben ab und letzten Endes Absolut. Ist es auch nicht schlecht damit gefahren. Andererseits, klar, die Athertons haben jetzt ihre eigene Bike-Firma, haben ihre eigenen Fahrräder, sind davor 3 Jahre lang Track gefahren. Und es ist schon immer ein Umgewöhnungsprozess. Also wenn man mit einem neuen Fahrrad unterwegs ist, bis man da das perfekte Setup gefunden hat, gerade so im Renneinsatz, wo man doch nochmal ein bisschen schneller fährt als jetzt einfach beim Training auf den Home Trails, ja, es dauert einfach, bis man da die idealen Einstellungen gefunden hat. Ja, zumal das Rad an sich ja auch neu ist. Also das ist ja gibt's also an sich ja noch. Alles ist neu oder vieles ist neu. Sie sind jetzt bei Fox geblieben, also an die Gabel müssen sie sich nicht großartig gewöhnen. Aber sie fahren jetzt beispielsweise Laufräder von Stance und nicht mehr von Bontrager. Und sie fahren Reifen von Continental statt von, davor sind sie, glaube ich, auch Bontrager gefahren. Also waren früher schon mal auf Conti, oder? Ja, das auf jeden Fall, aber da liegen trotzdem einige Jahre dazwischen. Es sind einfach ganz viele Stellschrauben, an denen gedreht wurde. Und dass dann auf Anhieb noch nicht alles unbedingt perfekt funktionieren muss, ja, ist jetzt nicht so überraschend. Also da ist, das hatten wir vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren auch schon, als das Santa Cruz Syndicate mit dem 29er rauskam. Und da sind dann direkt die 3 Syndicate-Fahrer in der Qualifikation vom ersten Rennen Erster, Dritter und Fünfter geworden. Und das Rennen selbst konnte man dann in die Tonne kloppen, weil es angefangen hat zu regnen und die Ergebnisse sowieso nicht so wirklich ernst zu nehmen waren. Aber dann ist plötzlich die große Panik ausgebrochen und jeder musste bis zum nächsten World Cup irgendwie einen 29er haben. Das fand ich doch sehr lustig damals. Da sind dann ganz viele 29er rumgefahren, die irgendwie so zusammengebastelt wurden, mit falschen Geometrien, mit Kinematiken, die nicht funktioniert haben. Also irgendwelche Notlösungen. Und fast nichts hat funktioniert. Und das ist dann auch nicht so wirklich verwunderlich. Ich meine, die ganzen Fahrerinnen und Fahrer fahren auf einem extrem hohen Niveau und merken winzigste Unterschiede sofort und müssen sich da auch erstmal dran gewöhnen. Und wenn man dann auf einmal ein komplett neues Fahrrad denen hinstellt, was auch noch nicht so wirklich getestet ist, also wo sie sich nicht in der kompletten Off-Season dran gewöhnen konnten, und dann erwartet man, dass sie so mitten in der Saison den Schalter umlegen und auf einmal alles perfekt läuft, das ist ganz schön illusorisch. Also da ist die Kontinuität fast immer der bessere Ansatz, als jetzt auf Teufel komm raus irgendwas neu zu machen. Und das erklärt vielleicht auch, wieso G. Atherton jetzt auf seinem neuen Bike nicht sofort auf den ersten oder zweiten Platz gefahren ist. Und leitet auch vielleicht zu Aaron Gwynn so ein bisschen rüber. Er ist immer noch verdammt schnell gewesen. Also er ist jetzt knapp zwei Sekunden hinter Loic ins Ziel gekommen, was absolutes Top-Level ist. Aber wie hast du so den Eindruck, kam er gut zurecht auf dem neuen Rad? Also ich finde, ehrlich gesagt, das Intense gehört rein optisch zu den schönsten Rädern im World Cup, finde ich.
Ja, also generell ja. Ich finde, also er hatte das schwarz-rote Intense mit orangenen bzw. orange-goldenen Anbauteilen und ich finde es ähnlich schlimm wie einen Helm ohne Visier zu tragen, diese Farbkombination. Also das ist nur meine persönliche Meinung. Ich fand das Rote schön. Wem gehörte das Rote? Ja, also der Rahmen ist rot-schwarz, aber dann ist die Hinterradachse und die Sattelklemme und so sind so ganz komisch orange eluxiert. Das hat mir nicht gefallen, aber gut, trägt er jetzt auch nicht so wirklich was zum Thema bei. Ich finde, Melanie halt Gwynne Rahmen. Ja, der Rahmen ist super schön, keine Frage. Falls jemand von Intense zuhört, dann schickt uns das Ding einfach zu, bitte. ja, also ich finde es bei Aaron Gwynne immer schwer zu sagen, weil er 80% des Trainings eigentlich nur rumcruist oder ja, so mit durchgestreckten Armen die Strecke runterfährt und sich eigentlich nur die Sachen anschaut. Und das, es gibt jetzt, um ein bisschen weiter auszuholen, es gibt jetzt eine neue, ziemlich sehenswerte Red Bull-Serie mit Elliot Jackson, der für Giant fährt, der ein extrem talentierter und schneller Downhill-Racer ist. Der macht jetzt für Red Bull Videos, wo er so die, ja, neben der Strecke steht und die ganzen Linien der Fahrer analysiert und einfach mal erklärt, wie so ein Wochenende aus Rennfahrersicht abläuft. Und der hat eben auch jetzt in der ersten Episode gesagt, die Trainingszeit, die ist sowieso so limitiert. Es bringt nichts, am ersten Trainingstag schon seine Maximalgeschwindigkeit zu fahren, damit einem dann zum Rennlauf die Puste ausgeht, sondern es geht vor allem beim World Cup darum, man muss irgendwie rausfinden, wie man diese Strecke so schnell wie möglich fahren kann. Also man muss bis zum Rennlauf die perfekte Linie rausbekommen haben und das geht vor allem durch Angucken und Analysieren und verschiedene Linien gegeneinander abwiegen, statt durch so viele Abfahrten wie möglich zu machen. Und das macht Aaron Gwynne auch sehr, sehr oft so. Also oft sieht man ihn neben der Strecke stehen, schaut sich ganz viel an, versucht es irgendwie einzuprägen. Man sieht ihn sehr, sehr selten im Training, wie er irgendeine Sektion mit Höchstgeschwindigkeit fährt. Das kommt eigentlich fast nie vor. Wenn man es dann mal miterlebt, dann ist es immer so ein Naturspektakel. Aber von daher kann man jetzt eigentlich nicht sagen, wie Aaron Gwynne mit dem neuen Rad zurechtgekommen ist oder so. Ich glaube, wer beim World Cup in die Top 10 fährt, der macht so viel nicht verkehrt. Nee. Aber es war jetzt auch nicht die ganz große Dominanz. Es war auch nicht eine Strecke, wo man davon ausgehen konnte, dass jemand da allen anderen total um die Ohren fährt. Ich fand es so ein bisschen, ein bisschen interessant, dass Aaron Gwynne eigentlich bis zum Rennen nicht wusste, ob er das Rad in Größe L oder in Größe XL fahren soll. ist für mich jetzt nicht das allerbeste Zeichen, auch wenn es natürlich eine interessante Geschichte ist. Aber eigentlich denke ich, dass man als World Cup-Fahrer in das erste Rennen gehen sollte und sich absolut sicher sein sollte, ich fahre mein Fahrrad mit der und der Einstellung und dann kommt hier vielleicht noch ein Klick Compression oder Rebound oder was auch immer dazu, aber das ist das Fahrrad, was ich fahre und ich bin mir sicher, dass das die beste Variante für mich ist, weil ich das jetzt den ganzen Winter über ausprobiert habe. War bei ihm vielleicht noch nicht so der Fall. Ähnliches Spiel wie bei den Athertons, jetzt großer Sponsorenwechsel in der Offseason. Und dann bleibt sowas vielleicht auch einfach ein bisschen auf der Strecke, wenn man noch 10.000 andere Sachen zu tun hat. Stimmt. Ja. Ja. Was ich hingegen auffällig fand, um das Thema vielleicht abzuschließen, wer im Training extrem gut aussah, war Loic Bruni. Da hat man von Anfang an gesehen, der ist so fokussiert, der trifft alle Linien so perfekt. Das kann eigentlich nur gut werden. Wer auch extrem gut aussah, war Finn Iles, der Teamkollege von Loic Bruni. Die beiden, die sind im Training ein Tempo gefahren. Das war extrem beeindruckend. Troy Brosnan war auch sehr, sehr schnell unterwegs, der dann letzten Endes Dritter geworden ist. Das hat man auch sehen können, dass der wahrscheinlich sehr, sehr gut fahren wird. Also so ganz, ganz, ganz überraschend kamen jetzt die Ergebnisse, die Top 5, nicht zustande. Auch Charlie Harrison auf Platz 4 oder Matt Walker auf Platz 5, die beide zum ersten Mal in ihrer Karriere überhaupt aufs Podium fahren konnten, die waren auch beide im Training sehr, sehr schnell unterwegs. Und da ist noch auffällig, dass jetzt abgesehen von Charlie Harrison, der zu Track gewechselt ist, der aber auch früher schon für Track unterwegs war, waren es alles Fahrer auf dem Podium, die ihren Sponsoren in der Offseason treu geblieben sind, bei denen es keine Teamwechsel gab,
die auch viel auf den Bikes, auf denen sie jetzt unterwegs waren, in der Offseason trainiert haben. Also da gab es keine Last-Minute-Veränderungen. Und das war schon interessant zu sehen. Also ich glaube, da hat sich auch wieder bewahrheitet, dass das einfach bringt, sich so gut wie es geht an sein Material zu gewöhnen und da das Maximum rauszuholen, statt ständig alles umzuschmeißen. Mhm. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar andere Sachen zum Thema World Cup. Da gab es noch so eine Geschichte mit Laufrädern und einem Prototypen. Moritz, was gibt's denn dazu zu sagen? Die unendliche Geschichte der Laufräder. Seit dieser Saison ist vom Weltradsportverband aus erlaubt, dass man unterschiedlich große Laufräder fahren darf. Also man kann 29 Zoll vorne fahren und 27,5 Zoll hinten oder 26 Zoll vorne und hinten oder kannst eigentlich alles machen. Kannst auch 24 Zoll vorne fahren und 29 Zoll hinten. Kannst machen, was du willst. Geht jetzt seit dieser Saison. Durfte man früher nicht. Hintergrund ist der, dass es kommt eigentlich aus dem Straßenrennsport vom Zeitfahren. Da wurde es irgendwann verboten, ein kleineres Vorderrad zu fahren. Das hat man da gemacht aus aerodynamischen Gründen und hat die UCI irgendwann gesagt, nee, ey, wisst ihr was, Laufräder müssen vorne und hinten gleich groß sein. Und Ende der Diskussion, seit diesem Jahr kann man jetzt unterschiedlich große Laufräder im Downhill fahren. Auch in der Enduro World Series geht es jetzt. In der EWS hat Martin Mays die ersten beiden Rennen gewonnen mit einem 29 Zoll Vorderrad und einem 27,5 Zoll Hinterrad. Und mit genau derselben Kombination sind jetzt unter anderem auch Loic Bruni und Danny Hart an den Start gegangen. Und zack, die beiden sind auf den ersten beiden Plätzen gelandet. Auf dem dritten Platz Troy Brosnan, in der 27,5 Zoll vorne und hinten gefahren ist. Bei den Frauen hat Tani Seagrave gewonnen, die komplett 27,5 Zoll gefahren ist. Die einzigen, die konsequent auf 29 Zoll vorne hinten gesetzt haben, waren die Junioren und Juniorinnen. Also da haben Wally Hörl und Thibaut Aprela einfach auf dem 29er gewonnen. Aber das bringt nochmal so ein bisschen Würze in die ganze Sache rein. Als die ganzen 29er vorgestellt wurden, wurde immer gesagt, ja, hier auf der einminütigen Teststrecke war der 29er 84 Sekunden schneller als das 27,5 Rad und natürlich ist es besser. Vielleicht ist es nicht zwangsläufig besser, vielleicht hängt es auch damit zu tun, wie groß man ist. Also ich glaube, zu einem Greg Benard passt ein 29er perfekt und zu Loic Bruni, der, keine Ahnung, so um die 1,80 groß ist, passt vielleicht besser, wenn er ein 27,5 Zoll Hinterrad fährt, weil er dann einfach ein bisschen mehr Platz hat, sich zu bewegen. Und ein Troy Brosnan sagt, ey, ich bin einfach nicht so ein großer Typ und 27,5 Zoll, das kenne ich und es ist perfekt für mich. Das fahre ich jetzt, dann ist das auch cool. Alle Teams haben in der Offseason sehr, sehr viel trainiert. Da gibt's, wir haben uns mit dem Mechaniker von Troy Brosnan unterhalten. Er hat gemeinsam alle möglichen Varianten gegeneinander getestet und letzten Endes war 27,5 Zoll immer das konstant schnellste Rad. Es gab Sektionen, wo ein 29er besser war, aber dann gab es auch wieder Sektionen, wo ein 29er deutlich langsamer war. Deswegen fahren sie einfach das, was sie kennen. Es hat keinen zeitlichen Vorteil gebracht. Dann gibt es Fahrer, die sagen, ja, wir sind letztes Jahr 29 Zoll vorne hinten gefahren und haben dann auch mal den Mix jetzt ausprobiert mit 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten. Und das fanden wir furchtbar, weil man fährt irgendwie die Kurve, fährt einen weiten Bogen wegen dem großen Vorderrad, aber das Hinterrad, weil das kleine ist, folgt irgendwie nicht so, also fühlt sich irgendwie komisch an. Und dann gibt es Fahrer, die sagen, ja, 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten ist perfekt, ist der ideale Kompromiss, die ideale Kombination, macht sie am schnellsten, sie fühlen sich am besten. Loic Bruni und Danny Hart haben jetzt bewiesen, dass es in Maribor super funktioniert hat und dass vielleicht auch Lightbill schon immer recht hatte mit ihrem Scale-Sizing-Ansatz. Keine Ahnung, was da diese Saison noch bringt. Ich weiß es nicht genau. Ich bin selbst eigentlich ein recht großer Fan von 29ern. Ich finde es aber an sich nicht schlimm, dass jetzt auch dieser Laufradgrößen-Mix zugelassen ist, weil es ist halt einfach Rennsport und es geht einfach nur darum, das zu fahren, was am schnellsten ist. Ich finde auch nicht, dass es irgendwie doof aussieht oder so. Was man jetzt daraus für Implikationen für die Endverbraucher ableiten kann, also ob das jetzt bedeutet, dass alle Serienbikes wieder zurückgehen auf ein 27,5 Zoll Hinterrad,
Keine Ahnung, schwierig zu sagen. Wird auf jeden Fall spannend. Also allein die Tatsache, dass die Top 20 5, irgendwas Sekunden auseinander sind und die Top 30 6, irgendwas Sekunden auseinander sind und in den Top 30 garantiert alle Kombinationen vertreten sind von Laufradgrößen, denke ich mal, zeigt, dass das eine persönliche Geschichte ist, also wo man jetzt am schnellsten mit unterwegs ist. Ich glaube, das generell zu sagen, irgendwie mit 29ern bist du schneller, wenn die Strecke so und so aussieht, ist glaube ich, einfach, kannst du nicht bringen. Du bist damit am schnellsten, womit du am besten klarkommst, würde ich einfach mal daraus ableiten jetzt. Und das ist ja auch das, was du schlussendlich gerade gesagt hast, Moritz. Und genau, das finde ich ist auch das Tolle am Mountainbiken. Egal, ob jetzt Cross-Country oder Downhill oder Enduro, es lässt sich halt nicht perfekt vorhersagen. Es sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Von daher macht es immer spannend. Und man kann es nicht einfach nur runterbrechen auf die Laufradgröße. Und es wäre jetzt total illusorisch zu sagen, ja, wenn der Troy Brosnan ein 29 Zoll Vorderrad gehabt hätte, dann hätte er gewonnen. Oder wenn Aaron Gwynn ein 27,5 Zoll Hinterrad gehabt hätte, dann hätte er gewonnen. Oder wenn Loris Bergier mit Visier gefahren ist, wäre, hätte er gewonnen. Ja, wegen dem, hätte er mehr Abtrieb gehabt, weißt du? Mehr Antrieb. Ja, genau, und wenn du am Streckenrand da die Leute nicht vollgepault hättest, während sie an dir vorbeifahren, dann hätten sie vielleicht auch gewonnen, keine Ahnung. Das ist halt einfach, es gibt zu viele Parameter, als das irgendwie nur auf die Laufradgröße zu schieben. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Hobbyfahrern, dass da der Einfluss doch deutlich größer ist. Also wenn man mal irgendwie das erste Mal auf dem 29er gesessen hat, das ist ja schon ein ganz schöner Unterschied zu einem jetzt 26er zum Beispiel. 3 Zoll. Ja. Das sind immerhin anderthalb Zoll. Ich rechne kurz nach. Im Radius, ja. Ich denke, da merkt man das noch eher. Aber so ein Profi, ich glaube, der oder auch eine Profi, die können sich dann doch auf die Räder einstellen, auf das, was sie haben. Und durch dieses tägliche intensive Training werden die dann auch irgendwann eins mit den Rädern. Und dann macht denen da auch keiner mehr was vor. Und keine Ahnung, vielleicht kann man sich auch komplett umgewöhnen auf eine, weißt du, bist jetzt, gewinnst einen World Cup nach dem anderen auf 27,5, trainierst halt einfach ein Jahr auf 29er und dann bist du halt da auch genauso gut, kann ich mir auch vorstellen. Ja, aber auch dann gewinnst du nicht den World Cup, weil du jetzt auf dem 29er bist, sondern dann gewinnst du den World Cup, weil du einfach ein ziemlich geiler Typ bist, genau, der wahnsinnig gut Radfahren kann. Ich meinte ja auch, du gewinnst ihn dann auch auf einem 29er, obwohl du dein Leben lang kleinere Laufräder gefahren bist und einfach du musst extrem viel trainieren und dann klappt das auch, denke ich. Sind schon umso kurioser finde ich es, dass Gwynn sich vor dem Rennen noch entscheidet, auf welcher Radgröße er fährt. Also, ja. Ist das vielleicht auch Marketing gewesen oder hat er das wirklich ernst? Also es gibt ja auch Leute, wir haben die Größe so L und Größe XL zu verkaufen. Wir haben beide noch da. Vielleicht war ich auch S. Mal schauen. Oh, auch eine noch neue Größe. Die Größe S verfügt übrigens über einen Stack und einen Reach von. Ja. Also das finde ich halt krass, weil gerade, wie gesagt, es sind so winzige Parameter, die entscheiden, also ob du jetzt hier noch 2 mm Spacer unterm Cockpit mehr hast oder so, oder wie die an dem Bremshebel stehen und dann denkst du dir so, ja, HL oder XL, sind es an sich auch egal. Mal gucken. Ja, vielleicht hat er auch mit beiden Sachen trainiert, weiß man ja nicht. Und kann das je nach Strecke oder je nach Empfinden oder so, vielleicht kann er das, keine Ahnung. Ja, und was wir auch noch ganz kurz ansprechen müssen, ist das neue Fahrrad von Cannondale. Ne? Mhm. Ja, weil das tanzt ja mal wirklich außerhalb jeglicher Normen. Erstmal ganz kurz, Cannondale ist wieder da. Cannondale ist seit vielen, vielen Jahren wieder im Downhill World Cup vertreten. Cannondale hatte damals, als ich noch nicht wusste, was ein Fahrrad ist, so ziemlich die legendärsten Downhill-Teams, die man sich vorstellen kann, mit riesigen Sponsoren und berühmten Fahrern und so weiter. Dann waren sie jetzt relativ lange nicht im Downhill World Cup vertreten. Und in der Offseason, jetzt im Winter, gab es schon so ein paar Gerüchte, so, Cannondale könnte vielleicht wiederkommen und hat vielleicht auch ein ganz spannendes Rad. Und jetzt Cannondale ist tatsächlich wieder da, hat ein Factory-Team, was bisher nur aus Matt Simmons besteht.
Aber könnte ja vielleicht auch sein, dass Josh Briceland auch mal Lust hat, wieder einen Downhill World Cup zu fahren. Mhm. Und vor allem hat Cannondale ein sehr, sehr, sehr spannendes neues Fahrrad. Ja, ich glaube, spannend beschreibt es am besten. Was hat es mit diesem Fahrrad auf sich? Jetzt wollen wir mal schauen, ob ihr eure Hausaufgaben gemacht habt. Markus, was ist die Besonderheit am neuen Cannondale Downhill-Prototypen? Das hat einen ganz interessanten Dämpfer. Der hat nämlich keinen Ausgleichsbehälter, wie man das so kennt. Also nicht so ein Piggyback drauf, sondern der Ausgleichsbehälter befindet sich einen halben Meter entfernt, unten am Tretlager. Und das ist sehr kurios. Sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Und da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der sowas vorher noch nie gesehen hat. Ja. Das war aber auch schon alles, was ich so an Details kenne. Es hat noch, glaube ich, so eine Umlenkrolle gehabt an den, war das das, ja, ne? Ja, stimmt. Über dem Tretlager für die Kette. Wird da jetzt Mode? Ja, sieht man ja hin und wieder jetzt sowas, ne? Und, ja, das war, glaube ich, aber schon alles, an was ich mich erinnere zu diesem Fahrrad. Ja, aber das, also das letzte Rad mit auch. Das letzte Rad mit zwei Dämpfern, was ich gesehen habe. Ich weiß, war was jetzt. Ja. Ja. Das Fahrrad von Head, nämlich das beste Downhill-Mountainbike der Welt, geschweißt von Ritchie. Ja. Das hatte zwei Dämpfer. Auf der Eurobike 2007, glaube ich, oder so. Hatte nicht das Dreidoppelgott auch zwei Dämpfer? Und ist ja, das Cannondale auch, jetzt nicht der legitime Nachfolger der Dropsau? Es heißt auch Gott dann. Ja. Das Cannondale Gott. Ja. Ja, und ich glaube, da gab es von so vor, na, wie lange wird es her sein? Vor 10, 12 Jahren, könnt ihr euch noch erinnern? Hannes, du bestimmt als alter Slopestyler. Richie Double Swash? Nee, kannst du dich noch an Corsair erinnern? Ja, aber das sah aber nicht so schlecht. Also ich kann mich an schöne Räder erinnern. Und nicht an, aber an mit zwei Dämpfern. Ja, ich glaube, die hatten auch die hatten so ein Downhill-Rad, wo ich hab's gerade Imperium hieß das so oder König, es gibt noch eins, das König heißt, es sieht relativ normal aus. Die sahen schon schick aus, muss man jetzt mal so sagen an sich. Ja, aber ich kann mich an die Räder noch erinnern. Ja, also die hatten, glaube ich, auch mal einen Ansatz mit zwei Dämpfern, wie man fälschlicherweise zum Cannondale-Prototypen sagen würde. es sieht abgefahren aus, also ich finde, es hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem YT Tours Downhill-Rad, was so die Rahmenform angeht, nur dass noch eine Umlenkrolle für die Kette dabei ist und man hat einen Dämpfer, der horizontal im vorderen Rahmentrajekt drin sitzt und dann noch einen, ich sage jetzt einfach mal Dämpfer, der oberhalb vom Unterrohr sitzt, also sozusagen vom Unterrohr fast schon umfasst wird, der ganz tief unten drin sitzt. Und der eine Dämpfer sind beides Dämpfer von Fox. Der eine Dämpfer ist ja im Prinzip einfach nur eine Kolbenstange mit Piggyback und der andere Dämpfer ist eine Kolbenstange mit Feder und ohne Ausgleichsbehälter. Also irgendwie hat man zwei Dämpfer genommen und von jedem Dämpfer so ein bisschen was wegrationalisiert und dann beide Dämpfer so da reingeklatscht. Ich verstehe nicht, wieso. Damit die Mechaniker auch was zu tun haben beim Einstellen. Dass du möglichst viele Drehknöpfe hast. Nee, also ich habe mir ein bisschen technische Hintergründe dazu durchgelesen, aber ich könnte es jetzt nicht sinnvoll zusammenfassen, geschweige denn erklären, geschweige denn irgendwie weismachen, dass ich es verstanden hätte. So ein bisschen die Erklärung von den Cannondale-Mechanikern, die wir bekommen haben, waren, schaut euch die Federgabel an, da hast du auch eine Dämpfungsseite und eine Federungsseite und das haben wir jetzt auch gemacht und das gibt uns ganz viele Möglichkeiten, den Dämpfer unabhängig von der Federung zu tunen und umgekehrt. Ja, also so ein bisschen die Anti-Lefty. Ja. Ja. Aber anscheinend kann man dieses Rad wohl auch einfach mit einem einzigen regulären Dämpfer fahren. So wurde es jedenfalls auch schon gesehen. Und es hat natürlich für
extrem viel Furore gesorgt. Also man durfte sich das Rad nicht so richtig anschauen und es wurde alles top secret gehalten, aber ist natürlich auch cooles Marketing für Cannondale. Und dass eine große Firma, eine ruhmreiche Firma wie Cannondale jetzt wieder in den Downhill World Cup einsteigt und da auch echt so ein spektakuläres Bike am Start hat, von dem wir auch noch viel hören werden, dann das ist, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen. Auch wenn es abgefahren aussieht, aber es scheint gut zu funktionieren und ich bin gespannt, ja, was da noch kommt. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Sollen wir an der Stelle mal eine Überleitung machen von abgefahrenen World Cup Bikes zu abgefahrenen Ciotta Bikes? Ja, sehr schön. Ja, wir waren, wie gesagt, wie schon mehrfach angesprochen, beim Ciotta Classic Festival in Monterey in Kalifornien. Und dort gab es wieder sehr viele verrückte und schöne und coole Sachen zu sehen. Unter anderem fanden wir sehr spannend das neue Bike vom 77 Designs Macher Giacomo Großer Hagenbrock. Und der Giacomo hat eine neue Firma ins Leben gerufen, nämlich Carvenz. Und ja, wir haben ein bisschen gefragt, warum denn Carvenz? Also wir haben natürlich direkt an Carvenzmann gedacht und dachte, ja, auch Carvenzmann, es soll einfach irgendwie, das war so die Idee dahinter und gleichzeitig sollte es aber noch einigermaßen aussprechbar sein und auch international ein bisschen besser sein und deswegen hat man das Mann weggelassen, deswegen heißt es nur Carvenz. Und das VHP 160 ist als Prototyp dort vor Ort gewesen, am Stand von einer anderen Firma aus Kanada, mit den 77 Designs auch kooperiert. Eine Carbon-Firma, die heißt We Are One. Und das Rad sah auch sehr spannend aus. Ihr habt es vielleicht auf MTB News verfolgt in den letzten Wochen. Da gab es ja die Rahmenentwicklungsserie von 77 Designs. Und das ist im Prinzip jetzt das Ergebnis geworden und es sah sehr schick aus. Link gibt es natürlich in den Shownotes. Ansonsten gab es noch, das freut mich als großgewachsenen Mountainbiker sehr, bei One Up gab es die Vario-Stütze mit bis zu 210 mm Federweg zu sehen. Finde ich mittlerweile eine Länge, wo ich sage, das passt jetzt in einen XL-Rahmen wunderschön rein und es so 1-2 Zentimeter von der Vario-Stütze gucken nur noch raus. Also selbst eine 170er, die ist bei mir relativ weit rausgezogen. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt. Wir werden Testmuster bekommen. Und wir werden euch natürlich berichten, ob das Ganze funktioniert, auch über diese extreme Länge. Also speziell was die Buchsen angeht. Ob das hält, ob das Spiel bekommt. Was haben wir noch gesehen? Kommen wir zu einer anderen Vario-Stütze. Redshift, die hat eine, also die sind bisher bekannt für gefederte Stützen, gerade so für Gravelbikes und so macht das hier und da Sinn. Und die haben unter anderem eine gefederte Vario-Stütze vorgestellt. Das heißt, einerseits federt sie und andererseits kann man sie aber, wenn man möchte, auch noch in der Länge verstellen. Also in der Höhe verstellen vielmehr, also bis 100 mm sind möglich. Fanden wir auch sehr spannend, da werden wir auch versuchen, mal ein Testmuster zu bekommen. Aktuell sind die noch nicht, oder die werden, glaube ich, noch produziert und im Sommer gibt es die dann irgendwann. Was gab es noch? Wir haben, da verlinken wir natürlich auch, wir haben sehr viele verrückte Bikes vom Festival gesammelt, die wieder teilweise höchst amerikanisch einfach daherkommen, also möglichst dick, möglichst, also dick im Sinne von irgendwie sehr dicke Reifen, sehr, sehr fette Monster-Bikes, teilweise mit bis zu, ich glaube, 9000 Watt hatte das meiste, das E-Bike mit der meisten Power. Und also das sind Maschinen, da würde jeder TÜV-Mitarbeiter beziehungsweise jeder im Straßenverkehrsministerium würde schreiend wegrennen, wenn er die sieht. Die fahren teilweise bis 100 km/h schnell und also da gab's, das ist jedes Mal wirklich wunderschön anzusehen, diese komischen Dinger. Ich stelle mir das gerade vor, durch den Wald auf so einem blöden Forstweg. Ja. Schön so ein Typ, der noch nie in seinem Leben Fahrrad gefahren ist, so aber Hörnchen dran hat, so ein Tacho dran hat, eine Klingel dran hat, noch eine Klingel dran hat, dann eine Halterung für sein Smartphone, mit 100 km/h und im Rausch der Geschwindigkeit, hoffentlich hat er gute Bremsen. So eine Musikbox noch so vorne drauf. Ja, der Lenker die ganze Zeit so am Wackeln, kurz vorm Verreisen.
Okay. Da brauchst du noch so einen Vario-Vorbau, der an Trekkingrädern dran ist, wo ja. du unten schnell den Winkel einstellen kannst. Dann siehst du dann nur am Horizont so ein Feuerball. Ja, das war's ja, genau. vom Sea Otter. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Was waren denn so bike-mäßig deine Highlights? Weil wir hatten ja mehrere Sammelartikel, wo es einfach unfassbar viele Fahrräder zu sehen gab, die jetzt auch über die Kuriositäten hinausgingen. Was war so das Schönste, was du gesehen hast? Also das Schönste, da gab es mehrere einerseits, die wir auch gefahren sind. Es gab mehrere, genau, die schönsten Räder, also welche Räder uns wirklich überzeugt haben. Und da wird es auch einen Ersteindruck demnächst noch geben. Spoiler dazu, das Rad gefällt auf jeden Fall. Das sind die Räder von Revel Bikes. Revel hatten wir auch schon mal vorgestellt vor ein paar Wochen oder beziehungsweise das sind diese, vor zwei sind diese Monaten. Baukästen, wo man irgend so einen Tarnkappenbomber zusammenkleben kann und dann genau, noch lackiert, ja, oder? Ja. Genau, Revel Bikes, da gibt es auch dann 3 Liter Farbe mit dazu, die musst du selber anmalen vorher und musst auch dann so diese kleinen Waffen links und rechts dran kleben mit Sekundenkleber. Ja. Genau. Da war ich früher schlecht drin. Hast du auch immer alles daneben geschmiert, ne? Und dann war der ganze Kleber an den Händen und... Ja, ich war einfach nicht geduldig genug für sowas. Ja. Revell hieß doch auch der schöne Boxer aus den 80er Jahren, oder? Nee, der hieß B.A. Baracus. Nee, ich meinte René Vella jetzt eigentlich. Achso, der. Ja. Ich glaube, dessen T-Shirt, ich glaube, der hatte auch eine T-Shirt-Marke, die dann Revell hieß, irgendwie so. Ja, also genau, Revell. Also, genau, Revell Bikes, die, haben 2 wunderschöne Räder und zwar das Revel Bikes Rail und wie heißt das andere, das Rascal, und wir sind beide gefahren. Ich bin auf dem Rascal unterwegs gewesen und Arne ist das Rail gefahren auf den Trails rund ums Sea Otter Gelände und die sehen wirklich sehr, sehr schick aus. Und wir waren tatsächlich sehr angenehm überrascht. Wirklich neue Firma, sind wunderschön satt liegende Räder. Hat uns sehr gut gefallen und da wird es, wie gesagt, demnächst noch einen extra Artikel zu geben. Das zweite gehört gar nicht so sehr, oder die zweite Marke, die wir sehr schick fanden, die gehören gar nicht so wirklich in die Mountainbike-Richtung. Die haben Gravelbikes und Rennräder und da haben wir tatsächlich, da kommt auch noch eine größere Vorstellung als auf Rennrad-News, zu Rodeo Bikes. Und Rodeo Bikes, die haben sich 2014 gedacht, Mensch, irgendwie wäre es eigentlich ganz geil, mal irgendwie nicht mit Mountainbike fahren zu müssen, aber irgendwie, keine Ahnung, unser Rennrad mal so ein bisschen geländetauglicher zu machen. Und die haben dem ganzen Gravel-Kram im Prinzip so ein bisschen vorgegriffen und hatten ein sehr nischiges Fahrrad die ganze Zeit. Und ich glaube, es hieß Trail Digger. Trail Donkey. Trail Donkey, genau. Und das Trail Donkey haben sie auch jetzt gesagt, wenn wir gewusst hätten, dass das Ganze irgendwann Gravel heißt oder so, hätten wir es sicherlich Gravel Donkey genannt. Aber der Clou an diesem Rad ist, dass über eine spezielle Leitung bzw. über eine so ein spezielles Ventil der Lenker getauscht werden kann und trotzdem hydraulische Bremsen gefahren werden können. Die haben eine Kupplung, das heißt, in den Schläuchen. Genau, es ist so eine Kupplung. Ich denke, das wird ähnlich. Also RockShox hatte das mit der Reverb auch schon mal, dass es so eine hydraulische Kupplung gab und das kann dann relativ einfach abgeschraubt werden. Das heißt, du kannst halt einen Dropbar nehmen, wenn du halt Rennrad fahren willst oder Gravel, und wenn du das Ganze aber noch ein bisschen geländelastiger haben willst, dann kannst du dir einfach noch einen breiteren Laufradsatz irgendwie draufschmeißen, also bis 35 mm breit oder so gehen die Dinger, und machst den normalen Mountainbike-Lenker dran und schon kannst du das Rad halt als sehr, sehr leichtes oder für leichte Trails geeignete Mountainbike halt nutzen. Und die Räder sind einfach sehr, sehr schön. Die haben wir haben auch ein Rodeo, glaube ich, in den Bikes vom Festival verlinkt. Aber wie gesagt, ja, da gibt es auf jeden Fall noch im ersten Teil, was glaube ich, genau, im ersten Teil von den Bikes vom Festival, da wird es auch noch einen größeren Artikel auf Rennrad News geben. Und rein radmäßig waren das, glaube ich, die Favoriten von uns. Und ansonsten hatte das ganze Festival halt auch noch
ja, ziemlich viele Kuriositäten, wie gesagt, zu bieten. Und es gab wieder Rennen. Wir haben den Dual Slalom wieder fotografiert. Und was gab es noch? Ja, also guckt es euch am besten durch. Gibt sehr, sehr viele verschiedene Produkte, die wir dort vor Ort gefunden haben. Und ja, das war es soweit eigentlich vom Sea Otter. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz rein. Wir haben nämlich noch ein paar, doch ein paar Sachen. Was auch nicht ganz neu war, was ich aber witzig fand, war der spezielle Fitlock Twist Uni Connector Halterung, in der man unter anderem Bierdosen transportieren kann. Und das ist wichtig. Das sind so zwei Drähte, also zwei Kabel, und damit kann man dann unter anderem Bierdosen oder leichte Flaschen oder so festmachen. Das fanden wir noch ganz witzig. Und neue Albis ist ganz schön, oder? Das habt ihr auch kurz vor dem Theater gesehen. Das Replay. Mein Kollege Arne wir waren vorher noch in Santa Cruz fahren, und in Santa Cruz sind ja nicht nur Santa Cruz Bikes vor Ort, sondern auch Ibis. Und die beiden Firmen, die liegen tatsächlich einen Steinwurf auseinander, also es sind, ist direkt der angrenzende Komplex, das sind 200 Meter Weg vielleicht vom Parkplatz, vom Ibis Parkplatz zu Santa Cruz, und dort ist Arne das neue Ripley gefahren. Und war auch sehr begeistert. Ist auch ein sehr, sehr schönes Fahrrad. Wir haben zeitgleich, und da könnt ihr euch drauf freuen, noch eine andere Geschichte fotografiert vor Ort. Und zwar wurde vor Ort ein neues Verfahren, oder beziehungsweise das Verfahren, was Ibis jetzt seit einer Weile praktiziert, das neue Carbon-Rahmenbauverfahren, ist ein bisschen anders bei denen. Und zwar hat man ja normalerweise eine sehr schwere, eine sehr große Mold aus Stahl, und da wird dann wird das Carbon-Zeugs reingelegt und wird ausgebacken, also wird im Ofen dann ausgebacken. Und was die aber jetzt machen, die haben eine relativ leichte Alu-Mold, und diese Alu-Mold wird von verschiedenen Seiten, kann sich selber erhitzen. Das heißt, man spart sich diesen kompletten Backofenprozess, und das Ding ist auch viel schneller abgekühlt. Das heißt, man ist auch schneller fertig mit der ganzen Geschichte, und es soll genauso gut funktionieren. Und davon haben die jetzt diverse Molds in den USA in der Firma, und aus der Mold kommen tatsächlich auch aktuelle Rahmen in kleinen Rahmengrößen teilweise raus. Der Rest wird in Asien gemacht. Oder wird weiterhin in Asien gemacht, aber wird auch teilweise, kommen die Rahmen aus Amerika. Und da gibt es demnächst noch eine größere Fotostory zu. Sieht sehr spannend aus, die ganze Geschichte. Das heißt, da selbstständig erhitzen, ist da wie eine Heizwendel mit dran? Oder wie? Genau, ja. Okay. Also da sind so Heizröhren überall drin, und das Ganze kann sich halt auf x Grad erhitzen. Mhm. Ja, wird er nicht glühend heiß gemacht jetzt? Nee, ist klar, ich wollte nur wissen, also wie sie es machen, weil von alleine erhitzt sich das Alu natürlich auch nicht. Ne? Nee, aber genau so, die haben das halt da drin, und es sieht sehr spannend aus. Also sie sagen, sie sparen halt damit einerseits halt Geld, und zweitens geht es halt irgendwie schneller, und vor allem kann man so eine Alu-Mold halt einfacher und weitaus kostengünstiger produzieren als so eine schwere Mold aus Stahl. Genau, ja. Und das abschließend, da will ich auch noch ganz kurz darauf hinweisen, es ist zwar jetzt genau ein Jahr her, sind wir auch vor dem Sea Otter woanders gewesen, letztes Jahr war es Specialized, und von Specialized haben wir euch einen Hausbesuch mitgebracht von vor einem Jahr, wie gesagt, und der war auch insofern spannend, als dass wir unter anderem in diesen legendären Windkanal durften, der schon auf den ein oder anderen Postern zu sehen war, und in dem wir auch drin standen und der auch dann angeschaltet wurde. Also ich glaube, er kann bis zu 85 km/h, und bei uns haben sie, glaube ich, bis 60 km/h irgendwie den Wind durchpusten lassen. Aber selbst da musste man doch schon ordentlich sich dagegen stellen, dass man da nicht weggeweht wurde. Das ist auch schon schnell genug. Ich kenne das ja vom Radfahren. Ja. in der Ebene. Ja, das ist also auf Dauer, man steht also da drin, das war schon ganz spannend. Und was vor allem dort speziell ist,
der oder diese Turbinen, die saugen die Luft an. Das heißt, die pusten die Luft nicht weg, sondern die saugen an. Das heißt, von vorne kommen gar keine Turbinen. Man steht im Prinzip vor den Turbinen und man wird immer in Richtung der Turbinen gezogen. Und ja, das ist schon. So aufpassen, sonst kommst du auf der anderen Seite als Pommes raus. Genau. Krass. Ja, ne, da unten ist schon so ein bisschen Kälber, also man kommt da nicht durch. Da ist schon ein bisschen was davor. Aber ja, fühlt sich schon sehr speziell an da drin. Also man trägt Schutzbrillen und alles. Das ist schon ganz cool. Und der Rest von der Firma ist auch einfach, ist halt groß. Die haben ein riesiges Testlabor und einen großen Entwicklungsbereich und so weiter und so fort. Also ist schon sehr spannend. Also guck da mal rein. Ist auch schon online und verlinken wir natürlich. Ja, das war soweit vom Seattle. Cool. Kann ich aber bestätigen, sind sehr spannende Sachen in den Berichten, sehr coole Fotos, sehr coole Bikes. Mein Highlight war tatsächlich nicht, weil ich es haben wollen würde oder mal fahren wollen würde, aber einfach so, weil ich sowas noch nie vorher gesehen habe, und zwar das Niner Full Suspension Gravel Bike. Ja. Sehr kurioses Teil, muss man sich einfach mal angucken. Wir verlinken das in den. Also wer ein Rad für alles sucht, der wird damit glücklich. Ja, ist auch Rampage-tauglich. Ja. Ja, solange man sauber landet. Ja. Auf jeden Fall. Es sieht tatsächlich übrigens, das Rad sieht live definitiv nochmal schicker aus. Also gar nicht mal so kurios, sondern sieht schon sehr, sieht schon stylisch aus irgendwie, wenn man sich live anguckt. Auf Fotos sieht es ganz oft, finde ich, immer einfach nur sehr seltsam aus. Und wenn man mal um das Rad rumgeht oder so oder es mal ein bisschen genauer betrachtet, dann sieht es irgendwie schon Na, das ist oft nur noch halb so schlimm aus. Ja. Nice. Ja, was haben wir denn noch an Themen? Wir müssen auch ein bisschen sputen. Ja. Wir müssen uns beeilen. Ja. Sollen wir noch schnell die Neuerwerbungen und die Empfehlungen machen? Eine Sache wollte ich noch erzählen, und zwar, warum ich im Keller war, weinen. Ja, bitte. Das war das, das hatten wir auch zum Anfang kurz angesprochen, was wir eventuell noch als Thema reinnehmen wollten, und zwar, wie viel schneller ist ein Enduro-Profi als ein Hobbyfahrer? Das Video habe ich mir auch angeguckt, als Hannes mir das geschickt hatte. Und ja, ich war komplett geflasht. Das war so deprimierend, das zu sehen. Dieser Geschwindigkeitsunterschied zwischen einem Hobbyfahrer und einem Profi. Der absolute Wahnsinn. Also wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch das auf jeden Fall an. Und ich verspreche euch, ihr werdet es mir gleich tun und danach in den Keller gehen zum Weinen. Weil es einfach so deprimierend ist zu sehen, wie schnell so ein Profi da den Berg runterhackt. Also unglaublich. Ja. Ist übrigens auch, Moritz weiß es auch, stand auch schon an diversen EWS-Stellen, speziell in Whistler zum Beispiel, da sieht man es nochmal genauer. Die fahren, das ist auch gar kein anderes Level, das ist einfach wirklich eine andere Dimension. Also die betrachten eine Trailfahrt, also die Profis, wenn die Trail runterfahren, haben die eine komplett andere Sichtweise auf diesen Trail. Das ist wirklich krass zu sehen. Also wenn du siehst, was die für Linien wählen und wie schnell, und das kommt ja in diesem Video auch raus, wie schnell die fahren, und das war ja einer der Hauptfehler von dem Paul, dass er immer bremst. Und ich meine, jeder normale Mensch, wenn es auf dem Mountainbike-Trail in eine Kurve geht, der bremst natürlich, weil es geht ja um eine Kurve und du rutscht da sonst weg. Ja. So, und er sagt aber, nein, du darfst nicht bremsen in der Kurve, du musst da durchfahren, das hält dein Reifen schon aus. So, und dann das aber durchzuziehen und halt die Bremse, also das ist halt so eine große Überwindung, dann das sieht man. Ja, aber es ist dann auch eine recht, recht stark mentale Sache. Also das fand ich sehr, sehr spannend im Video, wo sie dann am Ende, wo der EWS-Profi hinter dem Paul hergefahren ist und dann immer gerufen hat, so, ja, jetzt Bremse loslassen, jetzt durchfahren. Und das hat ja auch alles super geklappt, denn der Typ war dann, also Paul war dann auch immer auch deutlich schneller. Also, ja. Ja, es ist schon, ist echt verrückt. Sollte man sich definitiv anschauen, wer eine Viertelstunde Zeit hat. Ist sehr, sehr unterhaltsam und bringt einen vielleicht auch selbst nochmal ein bisschen weiter, weil man dann plötzlich auf andere Sachen achtet beim Fahren. Ja. Und wenn man in den Keller geht und weint. Das auf jeden Fall. Also wer die Möglichkeit mal hat, bei einem EWS-Rennen sich irgendwie an die Strecken ranzustellen oder so, es lohnt sich wirklich. Also es ist, man kann sich das jetzt so, man hört. Ja, genau. man kann es jetzt gar nicht vorstellen. Also man ist
Also wie gesagt, ich kenne es, ich glaube nur von Whistler, aber es gibt ja diverse andere Stationen in Europa, wo man eventuell dann mal ist oder so. Und das ist schon eine andere Liga, wenn man die darunter hacken sieht. Und da merkt man wirklich, okay, das ist also der Unterschied zum Profi. Ja, ja, oder was viele wahrscheinlich kennen, ist ein Finale Ligure der Men's DH, also die letzte Stage des letzten Rennen des Jahres, wo auch immer zigtausend Zuschauer sind. Wenn man sich da die Strecke anschaut, wie die Enduro-Profis da runterfahren, dann denkst du dir, ja, hier ist der eine Typ eben abgesprungen und da hinten gelandet und wieso macht das der jetzt nicht auch? Und dann fährt man selbst die Strecke runter und muss sich erstmal überhaupt eine Linie durch diese unfassbar vielen Steine durchsuchen und ist damit beschäftigt, einfach nicht auf die Schnauze zu fallen und irgendwie die Reifen heil zu behalten. Und das Ganze dann irgendwie doppelt so schnell zu fahren, ja, nee, vergiss es. Oder auch super fand ich die 12 Minuten bei 75% maximale Herzfrequenzintervalle. Jetzt in dem Video. Hm. Oh ja, nicht, ja, stimmt. Ja, wie er dann einfach, wie der Enduro-Profi, einfach in unfassbarem Tempo bergauf fährt. Die ganzen Leute, die da gemütlich hochkurbeln, wahrscheinlich auch gar nicht so langsam sind, einfach so im Vollsprint überholt. Ja. Wahrscheinlich haben sie alle gedacht, hey, was macht der Idiot denn jetzt gerade? Da war ich froh, kein Enduro-Profi zu sein. Ja, das fand ich auch ziemlich krass. Ich möchte auch noch auf ein anderes Video hinweisen, was mich genauso geflasht hat, wo ich auch eigentlich in den Keller Wein gehen wollte, weil ich den Trail selber gut kannte. Und zwar ist das die letzte Abfahrt von der EWS-Strecke in Whistler, vor 3 Jahren, glaube ich, wo Dan Atherton fährt. Das sind, glaube ich, 17 Minuten. Das ist nicht ganz vom Top of the World, aber ziemlich weit oben. Und er springt und Moritz, dir ist das Ding auch, dir ist der No Joke, ich glaube No Joke ist es, auch geläufig. Und man kommt eine relativ lange Schotterpiste runtergehackt mit einer extremen Geschwindigkeit. Und dann geht es wieder in den Wald und dann kommt so Double und den Double kriegt man mit der Geschwindigkeit, die man so hat, ziemlich gut hin. Also man muss so leicht abbremsen und dann fliegt man so 3-4 Meter weit und Dan Atherton zieht halt ab und trippelt das Ding halt und er landet einfach in der Landung vom nächsten Sprung dahinter. Und wenn du halt weißt, wie lang dieser, also der Double ist nicht lang, aber er passt halt genau. Und wenn du dir vorstellst, es geht eigentlich nicht, dass du so schnell bist, dass du einfach abziehst und dahinter landest, weil danach geht es ja knorrig weiter auf dem Trail. Du hast diverse Felsen und diverse Wurzeln und das ist ihm aber einfach egal. Also er sagt sich einfach, ja gut, ich bin so schnell, da sollte ich eigentlich drüber bügeln. Wenn ich jetzt hier hinfalle, dann ist halt Schicht im Schacht, aber nö, das passt schon so. Und er zieht es halt durch. Also wir verlinken dieses Video unbedingt, weil es hat mich dermaßen geflasht, mit was für einer absoluten Kompromisslosigkeit er da runterhämmert. Und das Ganze halt über 18 Minuten oder 17 Minuten, also unfassbar. Ja. Ja, genau. Ja, die können schon gut Fahrrad fahren. Auf jeden Fall. Gut, was haben wir noch? Wir haben Neuerwerbungen. Und ich fange einfach mal ganz kurz an. Ich habe mir nicht viel gekauft in den letzten Wochen, weil ich immer noch auf meinen Rahmen warte. Der kommt demnächst und dann sind eigentlich fast alle Teile dafür da. Da wollte ich dich ja fragen, wie ist denn der Stand mit deinem Rahmen? Ja, das, ich denke Ende dieser Woche oder nächste Woche, denke ich, ist er da. Da gab es, wird aber. Ja. Genau. Ich habe mir das Sigma USB-Dock gekauft. Und zwar ist das ein kleines Teil, wo man ein Objektiv reinstellen kann von Sigma und das damit connecten kann und seine Fokuspunkte, also wenn es Fokusprobleme hat, das heißt irgendwie Backfokus oder Frontfokus, kann man das mit diesem Gerät direkt im Objektiv einstellen. Und weil ich letztens festgestellt habe, dass mein 35er hier und da mal nicht so zuverlässig war, habe ich mir gedacht, holst du das Ding für 40 Euro. Es hat ziemlich gute Bewertungen. Bisher habe ich es noch nicht geschafft, das auszuprobieren, aber ich bin sehr gespannt drauf, ob ich damit diese 100%ige Schärfe wieder hinkriege. Und genau, das war so mein kleines hilfreiches Ding, was ich mir gekauft habe. Was gab's bei euch?
Ich mache mal schnell, weil Markus dann sicherlich wieder viel erzählt, was er sich für Winkel und der Heimwerker Witz und Dübel und was auch immer im Obi gekauft hat. Ja. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft, ich habe mir ein Sofa gekauft und ich habe mir gestern noch Flugtickets gekauft. Wohin geht's denn? Ja, es geht nach Griechenland. Ich habe mir einen Track gekauft und ein Sofa von Mike's. Yeah. Ja. Das heißt, du fährst also mit dem Sofa und dem Track nach Griechenland. Ja, Sofa ins Handgepäck. ein Track Mountainbike, ja? Ja, ein Track Mountainbike, genau. Cool. Ja. Ja, da freue ich mich über cool. alles. Sehr cool. Ja. Genau. Da hast Markus, du aber mal jetzt richtig einen rausgehauen, ne? Sonst sind wir hier die letzten Wochen so, oh nö, nichts gekauft. Mal hier, ja, ich bin höchstens mal Skoda oder so. Ecke. Ne. Ja, ich habe mir gedacht, so kann es nicht weitergehen. Dann bin ich erstmal in meinem ungetunten Skoda im ersten Gang mit 7000 Umdrehungen und Fenster runter durch Wiesbaden gefahren und habe die ganze Zeit so 5-Euro-Scheine rausgeschmissen. ja, und dann habe ich mir die ganzen Sachen gekauft. Und so geht's jetzt weiter. Wartet mal ab, bis ich das nächste Mal alles gekauft habe. Mhm. Ja. Du bist einfach zu krass. So, Markus, was gab's bei Obi? Ich habe mir was gekauft fürs, ich will gar nicht erzählen, was ich mir für die Werkstatt gekauft habe, weil das ist viel zu viel und es würde euch ja nur bestätigen. Deswegen sage ich mir, was ich mir fürs Bike gekauft habe. Und zwar die Sache, die hatte ich ja vorhin schon angesprochen, die man auch fürs Auto verwenden kann. Und zwar handelt es sich dabei um einen Reifenluftdruckmesser von Schwalbe. Habt ihr wahrscheinlich auch, ne? Den man einfach aufs Ventil rauf drückt und der zeigt dir an, wie viel Luft da drin ist. Und jo, das wollte ich schon immer mal haben und dann habe ich geguckt und dann habe ich es gekauft. Und alles andere, was ich mir gekauft habe, erzähle ich jetzt hier nicht, aber vielleicht verlinke ich das eine oder andere in den Shownotes. Sag mal zwei coole Sachen aus deiner Werkstatt. Ein Frästisch mit einer Fräse. Ja. Was haben wir denn noch? Sagen wir mal, fällt mir jetzt gar nicht so spontan was ein. Doch, ein Kombinationswinkel habe ich mir noch gekauft Modell Starrett. Ein sehr, sehr praktisches Werkzeug. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Genügt euch das? Ich freue mich schon auf in 2 Wochen. Ja. Ich hab tatsächlich ganz krass schon wieder recherchiert und bekomme immer passend Werbung angezeigt. Nach dem Motto, nur kauf doch mal endlich. Und ganz so Flaggen auch nee, gekauft schon. Ja, genau. Keine Flaggen. Aber ja, das war ganz kurios. Hab nach einem bestimmten Werkzeug recherchiert und bekomme jetzt permanent getargetete Werbung angezeigt, wo ich mir doch endlich mal dieses Werkzeug kaufen soll und da die paar 100 Euro über den Tisch schieben soll. Na, mal gucken. Vielleicht in 2 Wochen. Ja. Bevor wir jetzt erörtern, wie unser Bier war, beziehungsweise unser anderes Getränk, möchte ich nochmal die Zeit nutzen und alle unsere Hörerinnen und Hörer darum bitten, uns zu bewerten. Das machen wir sonst immer ganz zum Schluss. Da habt ihr aber meistens schon abgeschaltet, deswegen schieben wir das einfach hier rein und demnächst werden wir es auch einfach mal ganz fies mittendrin machen. Bis ihr das alle gemacht habt, bis ihr uns alle bewertet habt, geht zu iTunes, geht in eure Podcast-App. Schreibt es auf Twitter, schreibt es auf Facebook, erzählt es euren Bekannten und Verwandten, wie geil wir sind. ICQ geht auch. Und bei ICQ und bei IM und MSN Messenger. Ihr kennt das. Genau, da teilt allen mit, wie cool wir sind, dass man uns abonnieren kann. Uns gibt es direkt als Podcast bei uns auf der Website. Ihr könnt uns abonnieren in eurem Podcast-Player der Wahl. Die meisten Mobiltelefone haben sowas schon fertig vorinstalliert. Also bei Apple gibt es die Podcast-App. Und bewertet uns dort auch. Das hilft uns weiter und wir sind motiviert, auch in 2 Wochen oder in 3 Wochen wieder hier mit euch zu podcasten. So, Moritz, wie war denn dein Wasser? Ey, ich habe noch eine Empfehlung. Das können wir danach machen. Ja, mein Wasser war Medium. Medium, Ja. Nee, war lecker. Gut. Ich mag Wasser. Sollte man mehr trinken. Ja. Ja. Ist notiert. Hannes? Das
Preisel und Bier, wie es richtig heißt, von Murauer Bier, war sehr lecker. Es ist eigentlich das perfekte Sommer-Mix-Getränk. Es ist halt Bier und Preiselbeer-Limonade, 40%. Ist auch tatsächlich eigentlich das perfekte Podcast-Bier, denn es hat nur 2,9 Volumenprozente. Und ich bin jetzt nicht beduselt und es ist immer noch völlig in Ordnung. Schmeckt sehr gut, hat genau einen richtigen Anteil an Frucht, ist also nicht zu süß. Und schmeckt so ein bisschen nach Preiselbeer. Und ich bedanke mich da nochmal sehr herzlich. Danke, Georg, für dieses Präsent. Und liebe Leute, ihr könnt sehr gerne weiter Biervorschläge machen und eine Nachricht an einen von uns dreien schicken. Und schickt es nicht an sagen, Hannes, weil alles, was der bekommt, genau, das sehen wir nie. Ja, ich habe, wie gesagt, es gab da Probleme. Ja. Ihr solltet noch was bekommen. Es liegt nicht in meiner Hand. Ja, der kauft sich dann bei uns, aber versucht sich immer freizukaufen mit Tassen, die er uns bedrucken lässt und sowas. Ja, genau. Also wie gesagt, macht das gerne weiter. Schickt auch gerne Bier an Moritz und Markus direkt. Und da können die auch mal was probieren. Ja. Aber auf jeden Fall, das finde ich gut so. Hm. Genau. Ja, Markus, wie war denn dein Bier? Mein Bier war in der Hinsicht gut, dass ich ja nicht umsonst in jedes Augustiner Brauhaus gehe, was mir irgendwie vor die Augen läuft. Und dementsprechend sehr gut, auch wenn es noch relativ früh am Tag war. Und ich glaube, da einer der ersten Gäste war an dem Tag, war es wie immer sehr gut. Also Augustiner Edelstoff, immer wieder gern, 5 Sterne. Und meine Clubmate, die ich jetzt eben getrunken habe, die ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Deutsch ist eine schwierige Sprache. So, wir sind fast durch. Hannes wollte noch eine Empfehlung aussprechen. Ich habe eine Empfehlung, und zwar einen neuen Podcast für alle Leute, die noch nicht genug Podcasts hören, und zwar Die Schaulustigen mit Sophie Passmann und Matthias Kalle. Und es ist eine sehr lustige Sendung, die aktuelle Formate bespricht, was Film und Fernsehen und Serien angeht. Und kann ich empfehlen. Es ist kurz, knackig zum Zwischendurchhören. Es ist ein Zeit-Podcast. Wie gesagt, ich stehe sehr auf die Zeit-Podcasts im Moment. Und ja, hört es euch an. Wir verlinken es. Ich dachte, du empfiehlst Manta Manta. Manta Manta muss man ja eigentlich gar nicht mehr empfehlen. Aber Marco, das kann deine offizielle Empfehlung ja sein. Nee, also empfehlen Manta Manta. Wie eure Stiefel am besten passen. Da gibt es Lifehacks in diesem Film. wie man Mantas wieder komplett trocken kriegt, ist auch ein Lifehack drin. Klausi. Klausi. Okay. Cool. Ja, also ein absoluter Kultfilm. Wir haben uns letztes Mal drüber, ein weiterer Ruhrpott-Kultfilm, der natürlich lange nicht an Bang Boom Bang drankommt, den man aber mal wieder gesehen haben sollte, ist auf Netflix verfügbar. Deswegen kam ich letztens auch auf den und ich habe mir diese Klamotte tatsächlich letztens nochmal angeguckt und habe mich tatsächlich sehr gut amüsiert zwischenzeitlich. Sehr schön. Ich ja auch, du hast mich ja daran teilhaben lassen. Ja. Cool. Ja, so. Das wäre es eigentlich soweit. Ne? Das ist sehr gut, wir sind fast pünktlich. Wir sind echt fast pünktlich. Ja. Ich muss jetzt nämlich auch mal wieder wie immer los. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns nach 4 Wochen mal wieder zusammengefunden haben. Und ja, wie immer, wir schaffen es pünktlich zum nächsten Bestimmt Mal, oder? Pünktlich. Ja, ich denke bevor auch. Bevor Moritz sich aus dem Staub macht zum nächsten World Cup. Ja, bis nächstes Jahr dann. Ja. Alles klar. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wart wieder ein tolles Publikum. Nächstes Mal gerne wieder. Und ihr wart auch tolle Co-Podcaster, lieber Hannes und lieber Markus. Ja, danke. Mit diesen gummigen Worten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.